Hallo bei Holzwerken TV. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie auf der Bandsäge mit einer kleinen Vorrichtung Dreikantleisten herstellen können und wie Sie Rundstäbe mit einem passgenauen Zapfen versehen. Diese Vorrichtung besteht aus einem einfachen Multiplexbrett, 14 mm dick, 30 cm lang und vor allem aus einer solchen V-förmig ausgesägten Leiste. Diese Leiste habe ich auf der Tischkreissäge ausgesägt mit einem verdeckten 45-Grad-Schnitt. Was noch wichtig ist, wie ich finde, ist in der Mitte dann zum Schluss einen dritten Schnitt zu machen, um in diesem Bereich hier noch eine Vertiefung zu schaffen. Denn diese Vertiefung sorgt dafür bei solchen Führungen, dass die Kante meines Werkstücks auch wirklich bis nach unten durchfällt und Staubkörnchen und Dreck und was man so hat, dann keine Rolle mehr spielen. Und das ist wirklich wichtig für die genaue Führung. Das ist also meine Führung für die Dreikantleiste. Ich habe sie schon mal benutzt, wie Sie sehen, natürlich. Deshalb kann ich sie jetzt, so wie sie ist, schon auf das stehende Sägeband schieben. Hinzu kommt dann als Unterstützung der Anschlag, der hier so drauf gesetzt wird. Dann kann ich ihn festziehen. Das würde aber noch nicht reichen, um wirklich die Führung und die Vorrichtung richtig zu arretieren. Deshalb habe ich hier noch zwei Kniehebelspanner angebaut. Ein bisschen außermittig, weil ich die Vorrichtung gleich noch auf andere Art und Weise gebrauchen möchte, falls Sie sich wundern. Und diese Kniehebelspanner habe ich hier vorne ein bisschen modifiziert. Ich habe hier die Gummipuffer weggenommen und habe stattdessen Magnete dort dran gesetzt. Und diese Magnete sind über so einen Gewindestummel und mit mehreren Muttern fest mit diesem Kniehebelspanner verbunden. Und so kann ich wunderbar mit einem Handgriff die Kniehebelspanne absenken und auf diesem gusseisernen Tisch habe ich dann richtig, richtig guten Halt, sodass diese Vorrichtung nirgendwo mehr hin kann. Ganz wichtig bei der Maschinenarbeit natürlich. Sie sehen hier, mit dieser kleinen Vorrichtung kann ich also wunderbar Dreikantleisten herstellen, die auf jeder anderen Maschine viel, viel schwieriger herzustellen sind, wo es auch nicht so ein gutes Gefühl ist. Wenn ich das auf der Kreissäge mache, habe ich immer das Problem, dass mir Abfallstücke reinfallen. Ich bin der Meinung, dass eine Bandsäge da perfekt für geeignet ist. Wenn man jetzt hier noch eine dritte plane Fläche braucht, kann man eine flachere Vorrichtung dieser Art auch nutzen, um dann mit dem Handhobel die Dreikantleiste zu bearbeiten. Oder ähnliches geht natürlich auch für den dicken Hobel. Neben diesen schönen kleinen Dreikantleisten oder auch dickeren Dreikantleisten kann man diese Vorrichtung auch noch für Zapfen verwenden, nämlich Zapfen an Rundstäben. Zapfen an Rundstäben kann man zum Beispiel verwenden, wenn man durchgezapfte Stühle oder ähnliches herstellen will. Ich habe hier mal einen Wunschzapfen sozusagen grob angerissen, freie Hand mit dem Bleistift. Natürlich kann man das dann genau auf Maß machen, wenn es um das konkrete Projekt geht. So ein Zapfen könnte zum Beispiel durch einen Hockersitz durchgezapft werden. Wir blenden das mal kurz ein, wie das aussehen könnte. Und wenn Sie nicht drechseln können, dann ist es natürlich immer die Frage, wie kriege ich diesen Zapfen an so einen gegebenen Rundstab? Und da kann uns diese Vorrichtung weiterhelfen. Dazu löse ich einmal hier den Anschlag. Und ich hatte eben schon gesagt, dass wir hier ein bisschen außermittig die Spannmittel gesetzt hatten, eben aus dem Grund, weil wir die Vorrichtung jetzt hier vorne brauchen. Und zwar ein bisschen versetzt, als es eben der Fall war. Sie sehen jetzt hier meinen angerissenen Rundzapfen. Und dann stelle ich mir exakt das Sägeblatt auf dieses Maß ein, sodass ich dann mit vielen geraden Schnitten einen Rundzapfen erzeugen kann. Na, jetzt habe ich mich etwas verschoben, eine Sekunde. So, jetzt wird festgezogen. Vorrichtung angedrückt und abermals hier gespannt. Und jetzt sehen Sie, warum das nötig war, das so etwas außermittig hier zu befestigen. So, was ich jetzt noch tun muss, ist die Schnitttiefe festzulegen. Und dabei hilft mir eine einfache Vorrichtung, die Sie vielleicht schon mal gesehen haben bei mir hier, die einfach mit wiederum vier Magneten auf den Maschinentisch geklipst wird sozusagen. Und die begrenzen jetzt effektiv die Tiefe, damit der Zapfen nicht zu lang wird.
Sie sehen jetzt hier, dass ich einen schönen runden Zapfen schon habe. Den kann man dann auch durch Schleifen etwas verfeinern. Die Brüstung rundherum würde ich jetzt noch in einem, sozusagen in einem Absetzschnitt noch verfeinern. Dazu würde ich die Vorrichtung dann um 90 Grad drehen, sodass Sie dann auch eine schöne, saubere Brüstung hier herum haben. Ich hoffe, der Tipp hat Ihnen gefallen. Vielleicht können Sie es einsetzen, die Rundzapfen oder die Dreikantleisten, in Ihrer Werkstatt an Ihrer Bandsäge. Wenn es Ihnen gefallen hat, klicken Sie abonnieren bei YouTube. Ich sage bis zum nächsten Mal bei Holzwerken TV.